Moin moin liebe Buddebin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 15 Karrieremodus. Wir spielen mit Werder Bremen gegen Wolfsburg heute und da treffen wir auf einen alten Bekannten, nämlich Aaron Hunt. So, und bevor wir ins Spiel gehen, schauen wir nochmal auf unseren Kader und schauen, dass die Trikots hier passen. Kriegen wir das noch dunkler? So ist gut, ne? So können wir das gut unterscheiden. So, und ich will jetzt mal ein bisschen auch auf die Community hören, ne? Und da der Davy das so gut gemacht hat im letzten Spiel mit einem Hattrick gegen Hoffenheim, darf er hier heute mal von Anfang an spielen. Das hat der sich einfach verdient. So, und ich denke mal, so können wir ins Spiel gehen. Wir befinden uns im Waldstadion und heute heißt es Grün gegen Hellgrün. Aber heute spielt Wolfsburg im Blau, damit wir es ein bisschen besser unterscheiden können, damit nicht Gras auf Gras trifft. Und ja, ich bin ein bisschen nervös. Wolfsburg ist für mich so eine Mannschaft, die hat starke Spieler und die kann einen auch mal auseinandernehmen. Und das geht hier schon wieder so gut los. Ja, da habe ich wieder grob gefoult, ne? Muss er gleich mal zeigen. Ne, das war natürlich schon ein kleines Foul. Aber ich hoffe immer, dass sowas nicht abgepfiffen wird, solche Kleinigkeiten. Und da wäre fast das erste Gegentor. Starker Schuss. Ganz starker Schuss. Ich überlege, wie ich das Spiel hier aufziehe. Mache ich es ein bisschen ruhiger? Versuche ich hier auf Konter zu gehen? Schauen wir mal, wie der Davy Selke sich eingliedert. Und das war ein Foul. Meine Herren, das gibt gleich mal die gelbe Karte. Ich weiß gar nicht, für wen es jetzt war. Für Tim Klose. Er ist Kapitän. Und ja, ich würde das gerne mal so versuchen. So wollte ich das gar nicht. Aber das geht auch. Es funktioniert einfach zu gut mit diesen kurzen Pässen bei Freistößen. Jetzt müssen wir ein bisschen hier verlagern. Ein bisschen verlagern und nicht den Ball verlieren. Was macht er denn da? Was macht denn der Garcia da? Kann er den Ball nicht annehmen? Und da kann er den Ball überhaupt nicht behaupten. So, das haben wir sicher überhaupt keine Not hier aufkommen lassen. Ah, da hatte ich gehofft, der Brand startet irgendwie in den Raum. Nee, das wird nichts. Das ist doch keine Gefahr für uns. Wir haben hinten noch einen Scoufé drin, der seinen Job sehr gut macht. Aber so richtig nach vorne sind wir auch noch nicht gekommen. Vielleicht jetzt mal. Die Bewegung dauert noch ziemlich lange. Risikolaufwege will da auch noch keiner gehen. Muss die SC im Glück zwingen, ne? Aber Wolfsburg steht auch hinten sehr tief. Müssen wir vielleicht wie gegen Schalke etwas mehr passen. Etwas mehr passen, so vielleicht. Und so spielen und dann ist das Ding drin. Und Bargfrede macht das 1-0. Gegen Wolfsburg. Und von denen ist noch nicht so viel zu sehen. Da hat Hoffenheim uns mehr Probleme bereit. Und das war natürlich, das war sensationell gespielt. Ballkunst vom Allerfeinsten. Philipp Bargfrede, so kennt man ihn. Einfach unhaltbar im Strafraum. Schwang natürlich ein bisschen Sarkasmus mit. Aber mir soll es recht sein, ne? Es funktioniert. Oh, da habe ich mir aber vernaschen lassen. Gar nicht mit gerechnet, dass sie hier sowas probieren. Oh, 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 oh. Zumachen. Sehr schön. Und der Bargfrede ist gut dabei. Ulrich, was ist los? Bisschen
bisschen spielen hier so. Und ich habe gemerkt, wenn ich hier ruhiger spiele, dann klappt das sehr gut. Dann klappt das wirklich sehr gut. Da hätte Selke fast das 2-0 geschossen. Wir kommen sehr gut durch. Es klappt einfach hier. Jetzt sind die auch ein bisschen müde, die Leute von Wolfsburg. Und der Schuss ist nicht drin, aber an die Latte. Und da konnte ich jetzt keinen auswählen, der in der Nähe ist. Was war das denn? Ja, muss ich den Backer hier ein bisschen bremsen. In der Hoffnung, dass er nicht den Ball bekommt. Oh, oh, nix da. Raus damit. Schade. Hätte ich mal auf den Radar gucken sollen, ob da wirklich einer steht. Nein, nicht den eigenen Mann umlaufen. Nicht den eigenen Mann umlaufen, Rüdiger. Jawohl. Und ruhig. Ilirim. Nein, das gibt es doch nicht, Selke. Da muss er im Abschluss noch ein bisschen besser werden. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Abseits, oder? Hohoho. Also das war eine 100%ige, die muss er nutzen. Tut mir leid, dann haben sie es auch nicht verdient. Ich hoffe, wir kriegen das 1-0 in die Pause. Oder können sogar noch einen drauflegen. Ja, es war ein hartes Foul, ne? Und was gibt's? Es gibt die gelbe Karte. Für wen? Für Gustavo. Gustavo. Wie auch immer. So, wo kriegen wir die hin? Das wäre doch cool, wenn das gehen würde. Foul? Kein Foul. Ach schade, das wäre schön gewesen. Aber gut, also ich kann euch den Tipp wirklich nur geben, wenn ihr Probleme habt, aus Freistößen was wirklich Gefährliches zu machen, dann versucht, den freien Mann zu finden durch einen kurzen Pass. Das klappt sehr oft, auch online. Haben der Höfer und ich das schon ein paar Mal, ja, gewinnbringend anwenden können. So, und Yildirim will mal alleine durchgehen und macht es nicht! Mann! Oh, nein! Wir müssen die Chancen nutzen! So viel wie möglich hier! So viel wie möglich Tore! So. Och, spielen wir das gut. Aber dann haben wir vorne auch nicht die Leute mit diesem starken Abschluss, wie wir sie vielleicht bräuchten. Oh, Chancen über Chancen. Einfach mal ein Tor machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Nächste Ecke. Das hier, das wird doch nichts. Alfrede, komm, das zweite Ding. Immerhin eine Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Oh, das hätte ich aber als Foul gesehen. Öztunali. Hajrovic. Unten steht Julian Brandt. Er kann über außen weglaufen. Ja, ja. Kloppt euch mal da unten. Zu viel gewollt. Da wollte Selke nochmal schön nach hinten spielen zum freien Mann. Hätte ja auch was werden können. Da muss man auch so sehen. Oh, da wollte ich gleich schießen. Was? Ich glaube gar nicht, wie viel Spaß FIFA macht, wenn es funktioniert. Und nein!
Wieso klappt das denn nicht? Geh doch verdammt nochmal ins Tor, du dreckiger Ball. Jetzt aber. Nein, natürlich nicht. Prödel, Yildirim. Ach, geht er in die falsche Richtung? Oh, der war zu stark, oder? Na gut. Einwurf für uns, wir bleiben dran. Oh oh. Ja, wir haben Wolfsburg stark verunsichert, das merkt man. Wir müssen jetzt hier kollektiv defensiv verteidigen. Zerbrannt ein bisschen nach hinten rücken und da ist das Ding. Ach, guckt euch das an. Was macht denn der Prödel da? Ich habe ihn nicht gesteuert und das, liebes Öhrchen, sind FIFA-Fehler. Und das ist mein Fehler, weil ich diesen dreckigen Ball nicht reinkrieg. Was zur gottverdammten Hölle ist denn das, ey? Nee. Jetzt aber, es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Und jetzt verlierst du auch noch einen Ball und provozierst auch noch einen Foul. Nein, diesmal nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. So viele gute Chancen, so viele wirklich richtig, richtig gute Chancen. So. Ja, Selke, nö, dann muss da nicht richtig laufen. Kannst du mal kurz stoppen zwischendurch? Ach du. Er macht das ja gut, Yildirim, Yildirim, Yildirim. Nein, Foul, Tor, Tor. Jawohl. Boah, du geiler Jugendspieler, Alter. Meine Fresse. Viertes Bundesliga-Tor hat er sich so verdient. Oh, das. Oh, das macht er, weißt du? Das macht er. So. Verteidigen ist angesagt hier. Oder klug rausspielen zumindest. Puh, jetzt muss ich hier, ne, kontrolliert das Spiel zu Ende bringen. Konzentriert vor allen Dingen. Nicht hier unnötig locken lassen. Sehr schön. Das klappt doch gut. Hier im Fass mit dem nächsten Ding. So, und jetzt noch mal eine Ecke. Oh, shit. Und der pfeift ab. Das nächste Spiel auch gewonnen. Es läuft. Es läuft einfach so gut. 2:1 gegen Wolfsburg. Und schaut euch diese Statistik an. 12 Schüsse aufs Tor gegen 2 und wir haben nur 2:1 gewonnen. Ey, das war das, ich glaube wirklich, das war das beste Spiel, was ich offensiv je hatte, bis auf die Chancenverwertung. So stark, 91% Passgenauigkeit. Ich bin begeistert, ich bin absolut begeistert und Hoffenheim verliert hier auch gegen Mainz.
Da haben wir sie ganz schön demotiviert. So, und wir schauen mal, was hier noch passiert. Ich habe nebenbei mal eine kleine Anfrage zu Roberto Firmino geschickt. Und jetzt kommt die Antwort. Die möchten bitte rund 30 Millionen Euro haben für ihn. Und da sage ich, nein, danke. Nein, danke. Das will ich nicht. So, Devi Selke sagt auch, Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, solange das so gut läuft mit ihm, lassen wir ihn noch drinnen. Da kommt schon wieder eine negative Nachricht rein. Zumindest eine etwas negative Nachricht. Und zwar, hey Trine, ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert und würde gerne über mein Gehalt sprechen. Wenn man bedenkt, was ich im Team für einen Wert habe, sollte ich mehr verdienen. Ich würde sehr zu schätzen wissen, wenn Sie mal in meinen Vertrag schauen könnten. Ja gut, er ist schon eine Stütze. Das muss man sagen, aber erstmal schauen wir uns hier die neuen Jugendspieler an, die uns gescoutet wurden. Da scheint nicht mehr viel zu kommen. Nee, absolut nicht. Naja, wir haben ja hier noch einen. Den Christian Stiefler. Den scouten wir mehr und mehr und sehen hier sein Potenzial. 75 bis 81. Kann man daraus was machen? Wenn ich jetzt Vertrag anbiete, 25.000. Ich lasse ihn einfach nochmal ein bisschen drinnen bis 17 oder so. Irgendwann kommt ja wahrscheinlich, dass er raus will und endlich in die freie Wildbahn entlassen werden will, ins Profigeschäft. Dann kann ich mich immer noch entscheiden. Bis dahin sieht das ganz gut aus, wie wir das Team jetzt haben. Und auch die Tabelle sieht sehr gut aus. Jetzt haben alle 23 Spiele absolviert. Wir sind auf Rang 3 mit 45 Punkten. Ein Punkt hinter Bayern, zwei Punkte hinter Leverkusen. Ja, und schon 12 Punkte vom 5. Platz weg. Und das ist mal eine Leistung. Da haben wir uns wirklich gesteigert. Ich bin jetzt immer besser in FIFA 15 drin. Und es macht Spaß. Ich brauche bloß bessere Spiele. Oh, ich denke mir immer wieder in diesen Spielen wie Wolfsburg, wie gegen Wolfsburg zum Beispiel, wie hoch ich da mit Bayern gewonnen hätte. So mit Spielern, die im Abschluss ein bisschen höher sind, wo die Dinger dann auch reingehen und nicht nur an die Latte oder an den Pfosten oder ganz knapp vom Torwart noch rausgefischt werden. Nein, die dann auch drin sind. Das kann, glaube ich, richtig geil werden, wenn wir das mit Werder Bremen irgendwann schaffen, so richtig starke Spieler zu haben. Aber bis dahin muss noch ein bisschen Zeit vergehen und bis zum nächsten Spiel auch. Da geht's gegen Freiburg, das sehen wir dann morgen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, erzählt es euren Freundinnen, Freunden, Familien, Oma, Opas. Allen weiter erzählen bitte, damit wir das Community-Erlebnis hier noch ein bisschen verbessern können. In diesem Sinne, Dankeschön und Tschüss.